Oh, hier ist ein Vogel im Vorzelt reingeflogen. Komm mal, guck mal da. Ich weiß es nicht, dass er hier in den Wohnwagen reinfliegt. Ich mache mal lieber eine Reihe hier Jetzt. zu. Ich glaube, der ist unterm Tisch. Ach, da ist er. Ah, der ist raus. Schwimmbad. Da hinten kann man was zu essen holen. So, und hier kann man nach draußen. Ah, haben die auch schön angelegt. Zeig mir den Nicole! Komm, lass! Guten Morgen und ich räume die Hütte auf. Ja, was weiß er noch unten haben? Die Treppen werden sogar auch gesaugt. Ich will keinen einzigen Krummel mehr sehen. Mit den Kindern im Wohnwagen. Also eher gesagt sind die im Vorzelt, die sind am Frühstücken. Ich esse mir gleich was, wenn ich zu Hause bin. Bin jetzt schon 20 Minuten jetzt unterwegs. Ein bisschen mache ich noch was. Im Urlaub muss man das ja nicht so übertreiben. Kann zu Hause wieder regelmäßiger Sport machen. Urlaub ist Urlaub. Muss man auch genießen. Aber trotzdem muss ich auch mal so raus, so joggen gehen, so 45 Minuten, das reicht mir schon. So, lass mich nicht von meinem Kaugummi stören. Ja. So, jetzt ist der Knopf auch noch rausgefallen. Und wir sehen uns dann gleich am Platz wieder. Hallo, ich habe einen Zwischenstopp in der Toilette gemacht. So, ja, das hier ist schon mal so eine Toilette hier auf dem Platz. Ne? Sind auf jeden Fall alles ordentlich, schön sauber, schön bunt. Tut, tut. So, jetzt geht's für mich aber weiter. Nicht so lange pausieren, ne? Na, wie sehe ich denn da? Und Robert macht Video. Kann ich dir eigentlich auch mal zeigen? Ja! Oh, Mann. Hast du dich erschrocken? Alter, an der Waffel oder was? Oh, er hat sich erschrocken. Hat sie nicht mit mir gerechnet? Leck mich am Arsch, ey. Oh! Na? Dicke Pfoten noch immer dick. Du hast ein Schnitzelbrötchen ablaufen. Hm? Ja, ich hab ein bisschen zugeschlagen. Ja, genau. Das Frühstück war ein bisschen zu hart. Ich habe das ja noch gesehen, oh, was der vorher zu sich genommen hat.
Ne? Ja, so ist das. So. Ja, ich habe auch noch gar nicht viel auf Uhr. Ich muss mal gucken hier. Wie weit bin ich denn bis jetzt? Okay. 700 Meter. Ich habe noch was vor mir. Ja, es hat vor dir. Die 3 Kilometer muss ich auf jeden Fall voll machen. Und dann gehen wir vielleicht noch in den Park. Dann lasse ich die Uhr auch noch mal mitlaufen. Dann gucken wir mal. Die ganzen Zelte hast du schon mal gezeigt hier? Ja, das ist doch beim letzten Mal, wo ich joggen war, habe ich dir aufgenommen. Ja, da hatte ich dann auch nicht reingenommen, weil du nichts gesagt hast. Ach so. Ja, du bist ja dann langsamer. Da waren wir weg. Da kannst du die ja mit reinnehmen. Komm, gehen wir hier zu den Zelten. Ja, wie heißen die? Wigwams? Wigwams. Die sollen aber weggemacht werden. Echt? Ja, ja, im Zuge dessen, also die, hier kommt ja auch der ganze Campingplatz weg. Der wird woanders neu aufgebaut. Da sollen die Wigwams auch runter. Ich kann glauben. Vielleicht werden die nicht so stark gemietet. Ich weiß nicht. Du gehst mir zu langsam. Ich gehe jetzt weiter. Ja, tschüss. So, tschüss. Hier sind wir bei diesen Wigwams. Wie gesagt, die sollen wohl auch wegkommen. Das hat mein Schwager gesagt. Schwager. Die haben auch innen drin keine Toiletten, nur so eine Küche und Betten. Und dann haben die immer so ein je 4 Wigwams, ein großes Toilettenhäuschen in der Mitte. Haben wir auch noch nie angemietet. Also ja, machen immer Camping hier. Das ist, glaube ich, die günstigste Alternative zu den Häusern halt. Also nach dem Camping. So, Robert und ich müssen von Laufen und so zurück. Schon längst wieder fertig gestylt. Robert. Ja. So, die Kinder haben sich hier Pfannkuchen gewünscht. Genau, jetzt gibt es hier, das ist jetzt schon mal Pfannkuchen ohne Äpfel. Waffeleisen haben wir auch mitgenommen, Mama. Wir können, Lisa möchte auch Waffeln machen. Wir haben unseren kleinen Cousin, ich kann ihn nicht aussprechen, mitgenommen. Lisa möchte Waffeln damit machen. Wie heißt das, Robert? Monsieur Cousin, ne? Monsieur Cousin. Ach ja, Monsieur Cousin, ich lerne das nie. Ja. Ich kann gar nicht so falsch aussprechen, wie du das aussprichst. Monsieur Cousin. Monsieur. Monsieur Cousin, ja, ist ja gut. Monsieur. Papa, ich kann kein Französisch. Ja, Monsieur, das stimmt. Monsieur de Fond. Boah, ey. So langsam wird's hier etwas voller. Jasmin, komm her. Da, Ruhe, hat sich wieder zu futtern geholt. Oh. So, jetzt kommt ohne Apfel alles. Ich war heute Morgen fleißig erlaubt. Ja, da hast du dir den Pfannkuchen verdient, ne, Robert? Ja. Nach dem mega Schnitzelbrötchen. So, wir fahren jetzt mal hier ein bisschen außerhalb des Parks rum, ne, Maus? Ja. Und wollten euch mal zeigen, was es hier noch so für Häuschen gibt, die man anbieten kann. Genau, da haben wir auch mal drin gewohnt, in so einem Häuschen. Ja, in so einem bunten Häuschen. Ja, wo wir das allererste Mal hier in Slakan waren, da waren wir auch in so einem Häuschen. Aber ich meine, die waren sogar noch kleiner. Ich weiß das gar nicht. Nein, die waren das vorher. Dort waren das. Ja, aber das war auch ganz cool gewesen. Ja, das war echt voll cool. Ja, aber so ein Haus mieten ist halt gegenüber Campingplatz schon relativ teuer. Ja, Camping ist einfach günstig. Ja, ist echt das ganz günstigste von allen. Und hier rechts rum, können wir jetzt rumfahren, da ist denn so schon die nächste Stufe, aber da können wir nicht rumfahren. Ach so, da ist zu. Ja, da müssen wir wieder drehen. Einbahnstraße. Aber da sind schon die Häuser, die etwas luxuriöser sind. So, und hier, wenn man aus so einem Wohngebiet halt rausfährt, dann kommt man hier direkt zum Park. Da ist halt so ein Nebeneingang da vorne. Und da ist auch so ein Geschäft. Also das ist sowieso ganz lustig. Wir sind hier im Freizeitpark. Hier ist Camping, Häuser, Geschäfte, Schwimmbad. Ist halt so ein bisschen anders als andere Parks. Auf jeden Fall ist der Inhaber von Slakan der gleiche wie für Movie Park. Also sind die gleichen Inhaber. Das ist von einer Firma. Haben wir auch irgendwann mal festgestellt. Also hier ist halt der Einkaufsladen. So, und hier sind so ein bisschen luxuriösere Häuser. Die sind natürlich auch etwas teurer. Die sind schon mal größer. So, hier ist so ein bisschen denn das Luxusgebiet vom Campingplatz. Das sind so die teuersten Häuser. Ist auch das neueste Gebiet, das wurde auch vor, boah, ich weiß nicht, ja, vor Corona noch, aber ist nicht so lange her, wo es mal neu gemacht wurde. Neu. Ne, du bist ganz alt. Hinten
ist dann auch noch so ein Parkplatz. Man kann nämlich, wenn man abreist, muss man ja bis 11 Uhr, glaube ich, den Platz geräumt haben auf dem Campingplatz. Man darf aber den Wohnwagen dann hier hinstellen und könnte dann theoretisch bis abends noch in den Freizeitpark am letzten Tag. Ja, also man kann am ersten Anreisetag und am letzten Tag sogar noch im Freizeitpark und kann dann hier so lange stehen. Und da ist gut, Jasmin. Ja, hast du deine Fleischrolle schon aufgegessen? Ja. So. Wir nähern uns langsam den Campingplatz. Jetzt kommen wir aus diesem Gebiet hier zum Gebiet vom Campingplatz. Geht hier rum. Hier bin ich ja heute Morgen gelaufen. Ich war ja walken. Ja. Genau, da hat Nicole mich erschrocken. 5,5 Kilometer bin ich ja gelaufen. In 1 Stunde 6 Minuten. Vorhin bekloppt war, am Ende war ich schneller als am Anfang. Aber da war ich so irgendwie so voller Adrenalin. Aber ich war danach auch richtig tot. Aber sowas von. So, mal gucken, ob wir jetzt hier rum müssen. Ich glaube schon, oder? Ja. Hier müssen wir rum. So langsam fühlt sich auch der Campingplatz. Der war am Anfang ziemlich leer gewesen. Also langsam wird es mehr. Also hier hinten ist ja noch ziemlich leer. Da ist fast nichts los. Oder ist gar nichts los. Nicht fast. Und hier spielt immer Jasmin irgendwie immer an diesem Teil hier. Ah, da kommen die gerade die Mülltonnen abholen. Die haben immer, wie so eine Eisenbahn, kommt die ganzen Mülltonnen abholen. So, da sind wir jetzt gleich am Platz. Oh, die Figur sieht doch echt gut aus, ne? Meine Mutter, super gemacht. So, heute sitzen wir hier mit meinen Eltern und sind, hier sind wir zusammen am Grillen. Robert futtert schon wieder. Heute essen wir mal nicht mit meinem Bruder, meiner Schwägerin zusammen. Dabei sitzen wir ja gleich wieder zusammen, ne? Ja, müssen wir ja. Ja. Von diesen Dipsen essen. Ja, wer hat deine Kaugummi-Automaten geklaut? Das hier, wer war das? Der Bandit. Bandit, okay. Das ist kein Mensch, das ist ein echter Bandit. Echter Bandit? Ja, ich schummel nicht. Du schummelst nicht? Ich schummel nicht. Oh, mal gucken. Das wird ja richtig gut auf den Grill, ne? Ja. Ja, stimmt, wenn nicht. Ja, das stimmt. Echt cool. Sogar die Flügel, die werden richtig cool da drauf. Ne? Oh, da oben ist ein Heißluftballon. Robert, du fliegst ja da oben. Hey Schatzi, na, wer guckt denn da aus dem Fenster? Ja, Spülmaschine läuft. 2 Stunden 20 geht die jetzt. Der Tank ist voll. Ja, das ist gut. Wie ist es? Sollen wir heute mal Video beenden? Heute passiert nicht mehr viel, ne? Like nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen und kommentieren nicht vergessen. Und trinken nicht vergessen. Genau. Trinken ist ganz wichtig. Genau, wir machen jetzt noch einen schönen Abend mit meinem Bruder und Eltern und jo, und dann gehen wir dann irgendwann nur noch ins Bett. Wird heute noch ein lustiger, schöner Abend. Das denke ich auch. Ja, wird ja immer. Bis jetzt, seitdem wir hier sind, ist es immer schön und lustig. Ja. Ne? Immer. Immer. Genau, immer. Tschüss, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Hab ich ja bei dir in der Schlange reingetan. Komm, Klauschen. Ja, mach mal erst auf uns ein geiles Foto. Ich hab jetzt den Hut auf wie die, der Steuer hinten da von Miami. Ach so, okay. So. Für Papa und für Robert. Eine Honiglikör. Der Bärenjäger. Genau. Viel Spaß beim Duschen, Maus.